Da hab ich Durst. Ich hab da hier ein Monster. Ach, fress jetzt auch ein Monster, das ist immer ganz gut. Ich fress jetzt nur Monster, nur ne? Wir fahren ja nicht Bus, was? Ich darf das. Ich hab deine Frage, deine Dings, deinen Satz nicht verstanden. Ich auch nicht. Hat Satz wiederholen! Jahrgang wiederholen. Nein, jetzt hab ich einen Dings verloren. Aber wieder gekriegt. Sieht der hässlich aus. Was? Ein Haus. Kein Haus. Doch. Mein Haus. So, ja. Aber es erfüllt seinen Zweck. Nichts anderes, was ich erwartet habe. Ja, das ist richtig. Von so einem eingebildeten Grafikdesigner-Wichser, da kann ich auch nichts erwarten. Ich bin kein Grafikdesigner. Designer, wie du dich selber nennst. Oh, nee. Doch. Du sagst, oh, ich sehe andere Designer auch nicht als Konkurrenz. Das heißt, du siehst dich aber selber als Designer. Oh, Junge. Ich will nicht mit der Fans. Ich meine, so von YouTube her, zum Beispiel Melkor. Ich muss auf was anderes zurückgreifen. Ja. Was? Ich will nicht auf die fette Sau zurückgreifen, deswegen bringe ich mit einem anderen Thema. Kannst du bitte eine Tür hier hinten hin machen, wo du ein Loch gebohrt hast? Nee, das ist Dings, ich will dann ein größeres Tor machen, weil ich komme ja dann immer von da. Ach da, was ist das denn? Das ist ein geiles Haus. Oh, ist geräumig, würde ich mal sagen, ne? Aber das ist ein bisschen niedrig. Komm, ich helfe dir mal hier. Enze? Nein, verpiss dich, das ist mein Haus. Der bietet mir seine Hilfe an. Nein, verpiss dich. Ja, du hast doch gerade noch selber gesagt, dass du, Dings, dass das, hier, wie heißt das? Dass du was anderes zu tun hättest, als eine scheiß Melonenfarm. Dann fang halt mit deinem Haus an. Das Dach ist eine sehr behinderte Methode, was ist so? Du hilfst mir aber sehr gut. Ja, ich bin ja nicht bei der Arbeit. Was habe ich denn hier in der Hand? Treppen. Treppen! Guck mal, ja. Was ich in der Hand habe. Ja, gleich hast du deinen Kopf in der Hand. Alter, was machst du? Mach bitte mal Dings an, ey. Mach Dingen an hier, weißt du? Angreifen und so. Das ist so unfair, wenn du im Creative Mode bist. Das ist Cheaten. Ja, egal, du musst. Guck mal, Marcel! Weil ich tu die Lava jetzt verwenden. Das sieht so hässlich aus, das Haus. Nein, finde ich nicht. So ganz in Ordnung. Von außen. Das muss hier weg hier. Soll ich mal aufmachen hier unten? Da kommt Lava raus. Wo? Hier. Nee, lass mal. Okay, das ist jetzt unser Schrein. Nein, du machst halt. Wie viele haben wir am Ende der Aufnahme? Voll hässlich, was der da hinbaut. Das ist dieser Schrein, ey, den musst du mal entfernen. Mach es den scheiß Dreckblock da weg! Oh, guck mal, ein Creeper, hallo! Alter, fick dich. Ich mach das wieder ganz. Na ja, ich hab jetzt Erde bekommen. Oh, ich bin noch im Creative Mode, merke ich gerade. Ja. Nein! Oh Nick, Mann. Verpiss dich bitte von da. Ich helf dir gerade. Geh doch einfach weg. Da war gerade ein Feuer. Scheiße. Scheiße. Das wollte ich nicht. Bau doch mal bitte dein Haus.
Warte, ich repariere den Schaden eben. Okay. Nein! Was? Voll, scheiße, jetzt habe ich mir Eisenspitzhacken gemacht. Nicht schlimm. Braucht das nicht! Nicht schlimm, Schatzelein. Ah, jetzt wollte ich Birken holen, habe ich nicht gemacht. Ich Idiot! Idiot! Pflanzenstuff. Birken heißen die, ne? Die, Was? Die Weißen? Diese Weißen, ja. Ja. Gutsch. Genau. Gutsch, brauch Knochenmehl noch. Wir haben eine Monsterfalle von links hier mit Skeletten und so. War noch vor lang nicht mehr drin, ne? Ich auch nicht. Trotzdem Level gesammelt. Collected mal, collected Level. Biatch. Okay, jetzt fliege ich noch heim. Also mein... Gary, komm heim. Gary. 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 Schlecht. Ich bin nicht so der Dropking. Das kann man auch nur sehr schwer werden. Oh, ich wollte den Game-Mode auch. Scheiße, jetzt hab ich. Ah, okay. War ja nur zwei. Tja, Mann. Nein! Nein, war nichts. Ist nichts passiert. Nö, war nichts. Ich guck mir die Aufnahmen dann an, wenn du die hochgeladen hast. Oh, 3000 Milliarden Diamanten gecheatet hat. Nein. Nein. Ich kann gut argumentieren, ne? Nein. Was ist der schnellste Weg, Blätter kaputt zu kriegen? Warum hast du den Lava in die Kiste reingetan? Er ist gecheatet, der muss weg. Nö. Ich hab auch schon dein Haus gerade angezündet, aber ich hab 5 Schaden weggenommen. Das hab ich. Ich muss hier gleich nachher in den Ofen. Das ist ganz viel Birken durch. Ist das? Schlecht. Okay, ich hoffe jetzt. Ja, das ist die richtige Höhe. Ja, wir müssen hier noch eine Regel machen, dass wir in unseren Häusern, wenn wir die mal endlich mal haben, hier nicht irgendwie etwas aus den Dingen draus klauen oder so, aus den beschissenen Truhen. Mod oder das was? Das ist assi. Das ist gar nicht assi. Stinkt normal. Was denn? Nein. Aus Kisten klauen? Nein. Ey, soll ich dir mal die ganze gesamte Polen-Power in den Rachen reinschieben, ey? Dann kommst du aus dem aus der Gesuchtliste gar nicht mehr raus. Was? Die Gesuchtliste? Ja. Folgende Dinge werden vermisst. Oder vermissten bist du. So viele Dinger. Okay, wir können jetzt mal aufhören. Ja, ich habe nicht, wirklich nichts zu reden. Willst aufhören schon? Nein, haben wir nichts zu reden hier. Schlag doch mal ein Thema vor oder so, scheißegal. Ja, hast du nicht irgendwas? Ich hab nichts, ich bin leer. Mein Penis ist mal leer, über, wie Milan schon sagte. Wow, weird. Über Thema, also... Da wollte ich auch mal drüber sprechen, aber ich weiß nicht, ob das wirklich ein gutes Gesprächsthema für den Let's Play ist, aber... Ja, und oder es ist auch geil. Ja, ist es wirklich. Und was ich sagen wollte, ne? Wir hören raus mit der Sprache. Ich hasse kleine Kinder, ne? Weißt du, kleine Kinder sind ja okay. Früher, als ich... in der 5. war oder sowas und in der 6. ne, da war ich überhaupt nicht so frech wie diese kleinen
Huren asozialen Möchtegern-Player. Boah. Ich erzähl euch mal, ich war letztens auf einem Profil. Und nicht. Ich könnte kotzen. Ja, Profil ist aber nicht in der Beschreibung, ne? Aber das Profil war von einem kleinen, behinderten Jungen, ne? Ja, was soll ich sagen? Ich der so den typischen Opfer-Eigenschaften entspricht in meinen Augen. Kenn ich den? Nein, den kenne ich auch nicht. Den habe ich nur durch Zufall irgendwie. Bin ich auf seine Seite gekommen, ne? Ich muss euch sagen, von der Jugend bin ich echt enttäuscht. Also, was die sich leisten teilweise, ne? Das geht gar nichts. Das geht unter jede Haut. Unter jede Gürtellinie. Oh, das ist schön. Warte mal. Screenshot. Okay. Ja, wo fange ich denn an? Also, erstmal mit dem Profilbild des 11-jährigen Jungen. Erstmal voll in dicker Lackweste, Checkerweste, ne? Bomberjackenweste. Kennst du doch bestimmt? Kennt ihr alle bestimmt? Ja, natürlich. Zu Hause in seinem Zimmer mit einem iPhone, ne? Phone. Wobei gemerkt, 11 Jahre, ne? Mit seinem iPhone fotografiert er sich im Spiegel. Man hat gesehen, dass er 11 war. Man hätte sogar schätzen können, dass der 8 oder so war, ne? Aber nein, er fotografiert sich, ne? Was sieht man im Hintergrund? Sein super unaufgeräumtes Zimmer, ne? An der Wand irgendwie so ein Frauenposter, ne, mit 11 Jahren, ja, schön, toll. Pff, warum nicht? Schön, oberkörperfreie Frau, ne? Auf Facebook noch im Hintergrund, egal. Könnte ich mich wieder aufregen? War ich auch. Ja, der regt sich schon wieder auf, wollte ich gerade sagen. Ja, dann, also dieses unaufgeräumte Zimmer alleine schon, ne? Okay, vielleicht hat er ja mal einen schlechten Tag gehabt oder war mal unordentlich oder so. Kann ja sein. Aber hat er noch, ne? Tut sich als Checker und schläft noch in einem Hochbett. Also mal ohne Scheiß, ne? Welcher Checker schläft im Hochbett? Wollt ihr mich verarschen? Wo ist der Witz? Das ist sein voller Ernst. Seriously? Seriously, guys. Ja, nicht genug. Man kann ja bei Facebook einen Spitznamen angeben. Ich heiße übrigens Elmando Rojo. Kann ich später mal erklären. Boah, warte. Mir fehlt ehrlich gesagt gerade die Lust, mich weiter darüber aufzuregen. Okay, warte, nein. Was war sein Spitzname von diesem kleinen asozialen Blach? Au! Der Player? Der Player, ja. Nein, also nein, vom Player da? Klar, Dubstep mit P. Dubstep mit P! Ey. Er hat auch noch ein Bild bei sich drinnen, ne, auf der Pinnwand, wo Dubstep mit B draufsteht, wie es eigentlich richtig geschrieben wird. Dubstep, nicht Dubstep. Und er schreibt sich runter Dubstep mit P. Ja, was hat er denn noch angegeben? So, in seiner Chronik? Skrillex macht den geilsten Dubstep. Was postet der für ein Lied? All I Ask You. Ey. Off You. Ja, All I Ask of You, aber in unserem... Ja, du weißt ja, warum wir All I Ask You sagen. Ich weiß nicht, warum wir das sagen. Ja, siehst du, das ist scheiße, wenn man sich mal versprochen hat und dann sofort... Vor allem All I Ask You ist kein Dubstep und Skrillex allgemein ist kein verficktes Dubstep. Nicht nur, jedenfalls. Skrillex macht den geilsten Dubstep. Jedes seiner Dubstep-Lieder ist geil. Und solche Kinder, ne? Das sind dann die. Ach jo, ja, das war ja sogar noch der gleiche, ne? Der hat sein scheiß YouTube-Konto noch angegeben. Aber also erstmal muss ich angeben, wo der natürlich arbeitet, ne? Mit 11. Natürlich geht er nicht auf Schule, sondern auf eine normale Schule. Jetzt zum Beispiel Gesamtschule, Realschule oder so eine Scheiße, ne? Nein, der geht auf eine Schule für hochbegabte Zuhälter. 11-jähriger Junge, klar, ist der größte Zuhälter, den ich kenne, ne? Ja, komm. Das arbeitet ja nicht bei YouTube. Ja. Sein YouTube-Konto verknüpft, bin ich mal draufgegangen und gucken, was er für Videos hat. Irgendwelche Videos, wo die auf einer Schaukel sitzen und runterfallen. Und sich kaputt lachen. Ey, das ist das, was ich vor irgendwie ein paar Folgen mal gesagt habe. Kinder lachen sich über... Wenn die von der Schaukel fallen, runter
und tun dann, als wären sie der größte Big Boss allgemein. Also ich verstehe das echt nicht. Da könnte ich den größte Schelle für geben, ohne Scheiß. Ey. Eine Schelle wäre nicht genug. Nein. Ey. Ja, und dann YouTube, ja, was gucke ich bei seinen Aktivitäten? Was postet er irgendwo? Ey, das ist total unangebracht. Er postet bei UKF Dubstep, ne? Also auf einem Video von UKF Dubstep. This is weird, this is fucking shit. Slurks is the best. Und bei sowas fehlt mir dann echt jeder Respekt vor diesen Personen, weißt? Ist ja schön, wenn man sagt, wenn man Slurks-Fan ist, freue ich mich auch, ne? Dass man wenigstens unter Gleichgesinnten mal ist. Obwohl das auch viel Zuwachs bekommen hat. Aber viele seiner Fans sind irgendwie solche scheiß Kinder. Und das regt mich total auf. Weil die haben keine Ahnung. Die tun dann, als wären die größten Checker, die alles über Electronic Dance Music wissen und sowieso den krassesten Dubstep hören, ne? Da kann ich nur sagen, miau. Miau, jetzt mal ehrlich. Ey, da könnte ich mich so drüber aufregen, ne? Hast du gerade. Hab ich auch. Peinlich sowas, peinlich. Wenn sich sowas Glücks-Fan nennt, das ist auch schon wieder die Scheiße. Die größte Scheiße, die ich kenne. Das sind dann in meinen Augen nicht die richtigen Glücks-Fans. Jo. So, hast du noch ein Thema? El Mando Rojo. Ach so, wie ich darauf gekommen bin, auf El Mando Rojo. Ja, ich habe mal FIFA gespielt. Auf einmal hieß da einer El Manda bei Fenerbahce oder sowas. Dann sagt der Kommentator, Tom Bayer, El Manda am Ball. Ich sag so, El Mando Rojo, so voll ohne Sinn. Was irgendwie eingefallen ist in dem Moment. Ja. Was? Genau. Genau. Heute Deutschtest geschrieben über Städte. Städter. Städter. Also wir hatten das Thema. Oder das Expressstädter. Ein Gedicht aus dem Expressionismus. Expresswurstnismus. Witzig! Ja.